Ich boykottiere keinen Boykott. Ich finde es richtig, sich nicht gemein zu machen mit dem Präsidenten Janukowitsch, der die Ukraine in eine sehr schwierige, undemokratische Situation führt. Ich finde es aber nicht richtig, die Ukraine, die Bürgerinnen und Bürger oder alle Fußballer verantwortlich zu machen, was da ist. Ich denke, man sollte, wenn man teilnimmt an Spielen als Zuschauer, wie ich das morgen tun werde, dann sollte man diesen Aufenthalt in der Ukraine nicht nur und nicht in erster Linie nutzen, um Fußball zu gucken, sondern man sollte seinen Protest gegen die Verhältnisse zeigen. Man sollte alles tun, um die ungerecht im Gefängnis sitzen, zu besuchen und die Zivilgesellschaft und die Demokraten in der Ukraine zu stärken. Ich hoffe, dass auch andere Zuschauer des Spiels, auch Fußballfunktionäre, nicht so tun, als wären die Verhältnisse in der Ukraine, in dem Land, in dem die EM jetzt auch stattfindet, normal werden.